Donald Trump hätte gestern Abend die dritte US-Präsidentschaftsdebatte klar für sich entscheiden müssen, um den Verlauf des Wahlkampfes positiv in seine Richtung zu leiten. Dies ist nicht gelungen, ganz im Gegenteil, er hat alle Vorurteile ihm gegenüber bestätigt, besonders seine Weigerung auf die Frage, ob er ein Wahlergebnis, das gegen ihn ausgeht, am 8. November anzuerkennen, hat die Angst vieler Leute für ihn zu wählen bestätigt. Es ist das erste Mal in der 240-jährigen Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Kandidat ein demokratisches Wahlergebnis nicht anerkennen möchte. Hillary hat sehr deutlich gezeigt in dieser Debatte, dass sie sicher ein guter Präsident sein wird. Es ist ihr auch gelungen, die kritischen Fragen des Moderators elegant zu umgehen, sodass sie doch als klare Siegerin aus dieser Debatte hervorgegangen ist. Alle Beobachter meinen, dass der Wahlkampf jetzt entschieden ist. Die große Frage ist, wie schwer die Verluste der Republikaner bei anderen Wahlen sein werden.